So, hallo Leute, da sind wir wieder. Wir waren gerade dabei, unsere Cobblestone-Farm aufzubauen, die wir jetzt hier eigentlich haben dürften. Das Wasser breitet sich schneller aus, merke ich. Sprich, das Wasser muss, glaube ich, weiter weg. Das kann jetzt mal so stehen bleiben. So, und ich wollte ansprechen, wie ihr mir unter Umständen unter die Arme greifen könnt, was das Let's Playen angeht. Wie gesagt, ich bin ja jetzt Partner. Und als Partner gibt es natürlich bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Also Netzwerkpartner, nicht mehr YouTube-Partner. YouTube-Partner war ich vorher. Gibt es natürlich auch Regeln, die man einhalten muss. Aber jetzt als Netzwerkpartner gibt es natürlich dann auch noch ein bisschen andere Regeln. Dazu kommt dann halt, dass man Videos hochladen muss, wozu man die Rechte hat. So. Und da gibt es dann jetzt halt ein Problem. Und zwar muss ich jetzt, das Wasser fließt viel zu schnell. Und wenn ich so mache? Ja. Scheiße. Verkamm. Ich lasse es erst. Ich gucke mir einfach später nochmal ein Video an, wie das genau funktioniert. Und dann mache ich es einfach nochmal neu. Ich weiß, dass es irgendwie so funktioniert. Ich glaube, es geht auch mit einem Lava-Eimer. Das heißt, es würde reichen. Man kann es auch einfach von oben drauf fließen lassen, aber das ist die billige Variante, die will ich nicht machen. Das ist die billige Variante. Warte mal, Wasser muss auf stille Lava fließen, damit Kabel entsteht. Das finde ich auch interessant. Ich habe in der Aufnahme die Bruchstelle erkannt. Hier erkenne ich es, aber partout keine Bruchstelle. Gut, genau. Also, Leute. Und zwar, um bestimmtes Videomaterial hochzuladen, brauche ich Duldungserklärungen bzw. Lizenzen von den Publishern jeweils. Aber da gibt es dann halt das Problem, dass ich zum Beispiel von Capcom, Nintendo, von Ubisoft, Square Enix und so weiter und so fort, die geben diese Duldungserklärungen halt nicht so einfach raus. Gut, im Endeffekt geben sie doch einfach raus, man muss da halt nur mal vorbeifragen, also anfragen. Das Problem ist bei dieser Anfrage halt, ja, ich bin ein recht kleiner YouTuber und sie wollen es halt nicht einfach jeden geben, und da ich denen halt zu klein bin, geben sie es mir halt nicht. Diesbezüglich brauche ich da eure Hilfe. Und wie könnt ihr mir da helfen? Ganz einfach, Leute. Ich brauche einfach, ich sag's mal ganz grob, ein bisschen mehr Größe, ein bisschen mehr Views, Abonnenten, bla bla blub. Wie erreiche ich das? Also wie könnt ihr mir dabei helfen? Das ist ganz simpel. Einfach mal, ich sag mal, meinen Kanal weitergeben. An Freunde, an Verwandte, also an Cousins oder so, Gleichaltrige und so weiter und so fort. So von wegen, hey Leute, hier ist ein Let's Player oder so, ist vielleicht mal interessant, guckt mal rein. Bitte nicht weitergeben von wegen, Leute, hier ist ein, er hat um Hilfe gebeten, abonniert ihn einfach mal und mehr braucht er auch nicht machen. Das möchte ich nicht. Denn wenn ich wirklich Abonnenten habe, möchte ich auch, dass diese Abonnenten auch wirklich mich schauen, mich mögen, also mögen ist natürlich relativ, aber die Videos mögen, den Stil mögen und so weiter und so fort. Darum geht es mir natürlich. Und ja, also dieses, also gibt dann wirklich, also empfiehlt mich weiter mit der Aufforderung von wegen, wenn du ihn magst, abonniere ihn, wenn du ihn magst, wenn nicht, dann lass es. Denn so anders hilft es mir auch nicht. So, dann kennt man natürlich das schöne Daumen Hochsystem. Ich werde um Gottes Willen keine Nachrichten in meinen Videos einbinden, von wegen Daumen hoch nicht vergessen. Und ich werde auch nicht am Ende jedes Parts oder am Anfang oder einfach mittendrin euch darum beten, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich persönlich mag das nicht, wenn das Let's Player machen. Ist jetzt mein persönliches Empfinden. Ich weiß nicht, wie andere es sehen. Ich finde es halt ein bisschen nervig, um es mal so grob zu sagen. Ja. Aber um mal die Geschichte abzuwickeln, warum diese Let's Player das tun? Vielleicht gibt es ja Leute, die es nicht so wissen. Es ist so, wie mehr Daumen nach oben ein Video hat, umso schneller wird es einfach gefunden. Ja, ganz grob gesagt, umso schneller wird es gefunden. Umso schneller ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Beispiel auf der Startseite ist, auf der Promote-Seite von YouTube und so weiter. Darum betteln natürlich so viele Let's Player darum, von wegen, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich persönlich, wie gesagt, finde es sehr nervig, und bei den Leuten, die es tun, die gebe ich absichtlich dann keine.
wenn's ein gutes Video war, der Typ auch nicht gesagt hat und auch keine dumme Aufblendung im Video war, von wegen Daumen nach oben, dann denke ich mir öfter, okay, war ein schönes Video, Daumen kannst du von ausgehen, kriegst du auf jeden Fall, ist kein Problem. Nur halt dieses Gebettel finde ich dann halt doch sehr störend, leider. Da kann natürlich der Typ selbst vielleicht nichts für, weil er will einfach nur den Daumen haben, ich sag's mal so. Aber ich empfinde es halt als sehr störend. Um darauf zurückzukommen. Das wäre natürlich auch eine Hilfe. Wenn ihr mir Daumen hoch gibt oder so, hilft es mir natürlich auch. Und das läuft natürlich gar nicht so wie geplant. Warum nicht? Achso, ja, ich kann ja gar nicht fliegen. Hilft es mir natürlich auch, um, ich sag mal, bekannter zu werden. Also auch das könnt ihr euch überlegen zu machen. Wie gesagt, ich werde um Gottes Willen nicht darum betteln. Also macht euch da keine Sorgen drum. Das werde ich nicht tun. Ich mag es nicht. Komm mal her, Wasser. Oh nein, ich habe mir noch kein Video angeguckt, wie man es am besten macht. Ich probiere hier gerade selbst ein bisschen aus. Oh, wenn ich warum? Weißt du, dich berührt das Wasser gar nicht. Wieso wirst du instant zu Obsidian? Ich muss hier echt mal auch noch so eine Abbau-Einheit einrichten. Also Leute, wie gesagt, zu Hilfe oder so, Daumen hoch kann helfen, rumerzählen kann helfen. Wie größer dieser Kanal natürlich wird, umso schneller kann ich dann auch mehrere Spiele aufnehmen. Zum Beispiel wollte ich eigentlich Resident Evil 6 aufnehmen. Raccoon City hat sich, Operation Raccoon City hat sich jetzt wohl für auch noch so gelegt. Das hätte ich eigentlich auch aufnehmen wollen. Das kann ich hier aber alles nicht hochladen, leider. Das kann ich auf diesem Kanal nicht hochladen, weil ich dazu keine Duldungserklärungen habe. Ubisoft und Capcom sagen beide die gleiche Aussage von wegen, wir geben dir keine, also du darfst, wir geben dir aber kein Recht, denn wenn wir wollen, dürfen wir dann den Anspruch auf dieses Video dann trotzdem noch selbst erheben. Und da liegt dann das Problem, dass wenn sie es wirklich tun, von wegen, hey, dieses Video hat, was weiß ich, 20.000 Aufrufe, das, sagen wir es mal, ist unser. Ist unser Material, ist unser. Dann kriege ich halt das Problem mit, tja, YouTube und Copyright Strikes, weil ich dieses Video ja dann vorher schon monetarisieren musste. Wie gesagt, ich bin leider ein Jahr lang, was heißt leider, gut, es ist wirklich nichts gegen das Netzwerk. Es ist einfach nur so, dass es, wie gesagt, leider blöd war, da es ohne dann doch ein bisschen besser war. Aber ich bin jetzt ein Jahr lang auf jeden Fall an dieses Netzwerk gebunden. Da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Das ist so, das bleibt so. Nach diesem Jahr kann man dann weiterschauen. Ob ich dann halt kündigen will, da muss ich die Woche vorher kündigen, das sollte kein Problem sein. Oder ob ich dann halt weiter drin bleiben will, dann wird es halt automatisch fortgeführt. Das heißt, ein Jahr lang ist es jetzt auf jeden Fall so. Vielleicht finde ich ja bis dahin dann auch schon ein besseres Netzwerk. Was heißt besser? Einfach ein Netzwerk mehr auf Spiele basiert ist. Ich bin jetzt in dem Allgemeinen drin, ich sag's mal so. Ja. Gut. Was gibt's jetzt noch zu sagen? Wie gesagt, ja, rumerzählen wäre gut. Damit ich dann die größeren Sachen, größeren Firmen anschreiben kann für Dings. Wenn es aber wirklich ein Projekt gibt, was ich zum Beispiel unbedingt aufnehmen will, oder das ist ja ein Gemeinschaftskanal, der Kanal hier, Curry LPs, gehört ja mir und Kotori. Es ist ja nicht so, als würde er nur mir gehören. Das heißt, wenn andere, also wenn wenn ich oder Kotori ein Spiel unbedingt aufnehmen wollen, also unbedingt ein, das ist scheiße, unbedingt ein Spiel von Nintendo beispielsweise oder ein Spiel von Capcom aufnehmen wollen, dann werden wir dies tun. Weil Let's Play machen wir immer noch, weil es uns Spaß macht. Deshalb habe ich hier zum Beispiel auch letztens zu für Ultra zusammengeschissen. Das sind meine Let's Plays. Ich führe sie so, wie ich will, so wie ich Spaß dran habe und so weiter und so fort. Und wenn ich einfach mal eine 2-3 Folgen einlegen will, wo ich einfach mal still bin und einfach mal gucken will,
was reden die so, wie kommentieren die so, wenn man einfach nur still ist oder so, dann mache ich das. Genauso wie wenn ich getrennt aufbauen will und einfach nur Gesprächspartner dabei haben will, dann mache ich das. Punkt, Ende, aus. Also ich mache Let's Plays, wie sie mir gefallen. Ihr dürft natürlich alle gern Tipps sagen oder wie sie euch gefallen haben oder wie ihr es besser finden würdet und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz werde ich die Let's Plays so führen, wie ich es mag. Oder so. Ich versuche natürlich immer auf Abonnenten einzugehen. Also wenn ihr es zum Beispiel so und so lieber habt oder wenn ihr die Quali scheiße findet und sie so und so lieber habt oder wenn ihr das und das Plugin haben wollt aus den und den Gründen, dann versuche ich es natürlich immer, es so zu führen, dass ihr auch, dass beide Seiten zufrieden sind, also ich als auch ihr. Das ist natürlich nicht immer erreichbar. Das ist klar. Sowohl für mich als auch für euch sollte das klar sein. Aber es sollte auch keinerlei Probleme darstellen, finde ich, denn es geht. Die Community ist sowieso momentan recht klein, also so viel Anspruch ist da momentan nicht. Und ja, wie gesagt, wenn Kotori und ich wirklich Laune dran haben, jetzt zum Beispiel ein Video von Nintendo aufzunehmen. Kotori will zum Beispiel recht viele Nintendo-Spiele spielen, vor allem SNES-Spiele, also SNES-Spiele. Wie Illusion of Time, wo er, ich glaube, der erste Part sogar noch hier oben ist, den ich unbedingt löschen müsste. Da weiß ich nicht, ne, ich glaube, Kotori will den vorher nicht runterladen, weil er leider asynchron war. Da würde ich dann sagen, wird sie den auch nochmal neu aufnehmen. Ja. Hier ist irgendwo eine Höhle unter mir. Aber wie gesagt, dann werden wir sie trotzdem aufnehmen, aber nicht auf Curry-LPs hochladen. Diese Videos werden dann auf Kotori folgen. Also auf Kotori929, der Kanal von Kotori halt, beziehungsweise der andere Gemeinschaftskanal von uns. Es sind ja mittlerweile zwei Gemeinschaftskanäle. Der von Kotori war ja vorher auch ein Let's Player-Kanal. Den haben wir ja dann mal, ich sag mal, abgeschaltet, weil wir dann zusammen auf Curry-LPs hochgeladen haben, weil es einfach angenehmer war. Und wollten den anderen zu einer Art V-Live-Kanal machen. Das wird jetzt aber auch eigentlich nicht so großartig ausgeführt, weil wenn Kotori mal hier ist oder ich bei ihr bin, dann wird halt sehr selten nur großartig was also es wird was aufgenommen und zwar Spiele, das seht ihr des Öfteren. Aber es wird halt nur sehr selten, wie heißt es jetzt, Real-Life-Videos aufgenommen. Diesbezüglich wollten wir das dann auch einstellen und dann halt bei Kotori halt Videos hochladen, wo wir halt nicht die Duldungserklärungen zu haben. Was dann halt kein Problem darstellen sollte. Und wenn der Kanal halt von Kotori einen Strike kriegt, dann ist es halt so, das wäre nicht so tragisch. Bei mir wäre es halt tragisch, weil der Vertrag dadurch platzen würde, wenn der Kanal einen Strike kriegt. Darum sind auch schon auf diesem Kanal die Halo-Videos, weil ich von Microsoft auch keine Duldungserklärung kriege. Und die Mario-Videos, die Mario-Party-Videos auch schon alle runtergenommen worden. Denn die geben halt einen Ausschlag, weil ich dazu keine Duldungserklärungen habe. Wie gesagt, und ohne diese wird es halt sehr schwer. Nichtsdestotrotz werden wir dann Videos darauf laden. Aber ich will sie eigentlich hauptsächlich auf Curry-LPs hochladen, diese Let's Plays-Video, denn ich will euch nicht immer zwischen Kanal hin und her hetzen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn wirklich Projekte auf einem anderen Kanal stattfinden, werde ich ein Trailer-Video irgendwie dazu machen. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache, denn ich darf natürlich kein Material, selbst wenn es überarbeitet ist, verwenden. Das ist das Problem. Das ist halt das, was mir zum Beispiel, wer war denn das jetzt explizit? Ich glaube, das war jetzt wirklich Nintendo und Square Enix haben wirklich ganz klar gesagt, jeder Sound, jedes Material, jedes Fanart, sag ich schon, jeder Charakter und so weiter und so fort ist Copyright geschützt durch uns und darf nicht von euch verwendet werden, bla 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 und so weiter halt. Diesbezüglich muss ich mich natürlich dran halten. Ist ja auch kein Problem. Trailer werde ich dann wahrscheinlich so machen, dass ich einfach so ein Infovideo mache, dass auf den und den Kanal jetzt das und das oben ist. Also dass auf Kotoris Kanal zum Beispiel jetzt Illusion of Times hochgeladen wird oder so. Für die Leute, die
Interesse dran haben, die könnten dann einfach rüber gucken oder sie auch abonnieren. Ja, es ist dunkel. Sofort spawnen die blöden Männer, wie ich hier gerade sehe. Ey, Spinnen ohne Ende hier, was ist denn hier los? Alter. Alter, lass mich doch in Frieden. Verpiss dich, Spinne. Dumme Spinne, ey. Keystone? Kein Cobblestone? Interessant, also wenn Lava auf stilles Wasser draufläuft von oben, dann wird daraus Cleanstone. Sonst wird es Cobblestone, okay. So kann man den Weg auch gut breiter machen. Ohne Stein zu verschwenden. Ja, also das soweit zu dieser Information im Endeffekt. Falls noch Fragen da sind oder so, SPN oder bitte unter dieses Video, also hauptsächlich unter dieses Video, bitte sonst nicht unter allgemeinen Minecraft-Videos, sondern wirklich hauptsächlich unter dieses Video, dann antworte ich natürlich auch gern drauf. Denn ich möchte jetzt nochmal anmerken, ich finde es nicht so schön, wenn Fragen zu Projekten oder ähnlichen Sachen einfach unter Videos allgemein gestellt werden. Zum Beispiel, wann kommt der nächste Iron-Part? Wird unter Minecraft oder so gefragt. Ich mag das nicht. Ich finde das blöd. Daher werde ich solche Fragen gekonnt demnächst auch immer ignorieren, wie ich bereits schon mal in irgendeinem Video gesagt habe. Und dann halt warten, bis ja, diese entweder als PN gestellt werden oder halt unter ein Ion-Video, denn dieser Kanal hat er Ion? Ja, ne? Ich glaube, die muss ich auch noch löschen oder ich muss mal NC-Soft anfragen. Wegen Duldungserklärung. Ich glaube, der Kanal hat auch Ion-Videos, fällt mir gerade ein. Zwar nur recht wenige, aber er hat welche. Also der Curry LPs. Mit Z am Ende. Leider mit Z am Ende. So, also die wollte ich hier noch umpflanzen. Ich warte jetzt einfach einmal, bis sie alle reif sind. Ich könnte jetzt hier schon ein paar abfarmen, aber ich warte, bis sie reif sind und farmen sie dann hier an. 2, 3, 4, 5. Das ist blöd, das sind 5 rein. Gibt es denn noch irgendwas, was ich anpflanzen könnte? Getreide, ne? Gut, dann pflanze ich hier in der Mitte Getreide an. Da Karotten und Dings und da Kürbisse und Dings. Ah, okay. Dings bräuchte ich eigentlich auch noch, ne? Oder ich mach. Na, ich weiß es noch nicht. Weil ich brauche eigentlich auch noch Zuckerrohr. Zuckerröhrchen. Und die muss ich auch noch abmachen. Seid ihr mir böse, wenn ich den Creative-Modus kaputt haue? Ja, ich mache es nicht. Ich lasse es einfach. So, Samen hatte ich doch schon, wollte ich schon sagen. Also nicht wundern, wenn da irgendwie jetzt demnächst auch noch mehrere Umstellungen sind auf dem Kanal. Wie gesagt, helfen könnt ihr auf jeden Fall, das ist kein Problem. Denn diese Duldungserklärung kriegt man auf jeden Fall. Man muss halt leider nur eine gewisse Größe haben. Und diese gilt es halt einfach zu erreichen. Und um diese zu erreichen, braucht es halt Abonnenten und Views. Achso, und kurz bevor wir jetzt hier noch am Ende des Parts, möchte ich noch euch danken, weil es kam in letzter Zeit recht viele Kommentare ein, was ich verdammt schön fand. Also hat mich gefreut. Hab's auch gern durchgelesen. Hab hoffentlich auch die wichtigsten dann auch beantwortet, beziehungsweise darauf reagiert. Wie gesagt, ich fand es recht angenehm, dass so viele Kommentare von euch eingegangen sind. Fand ich toll. Weiter so. Aber momentan sehe ich halt genau das Gegenteil. Jetzt nehmen wieder Views ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Es könnte jetzt daran liegen, dass ich die mit geplanten Upload hochgeladen habe und dass YouTube momentan buggt mit Anzeigen der neuesten Videos. Dass ihr halt einfach nicht seht, wann gerade ein neues Video hochgeladen wird. Das kann sein. Wenn es wirklich so ist, Leute, dann bitte ich euch jetzt einfach, wenn ihr dieses Video seht, ich bitte euch einfach,
Geht auf meinen Kanal regelmäßig drauf, also einfach mal draufklicken. Es sollte eigentlich jeden Tag, wie gesagt, es sollte eigentlich, es ist natürlich nicht immer so, aber es sollte jeden Tag mindestens ein Video kommen. Momentan kommen sogar 2 bis 3 Videos pro Tag. Also, so ist es nicht. Da könnt ihr dann ruhig draufgehen und euch die neuesten Videos angucken, weil YouTube da momentan anscheinend auch gerade wieder so leicht rumbuggt, was das Anzeigen der Videos angeht. Gut, das war's für diesen Part. Ich hoffe, ich habe soweit alles erzählt. Falls nicht, dann spreche ich es unter Umständen nochmal in dem Together-Part an, wo dann auch noch die anderen mit dabei sind. Oder ich mache nochmal Solo-Parts. Bei Fragen, wie gesagt, wendet euch einfach an mich. Könnt mich einfach anschreiben und das hier muss ich alles nochmal ein bisschen umbauen. Also hier die Betten sollen hier natürlich weg, die sollen woanders hin. Ich kann es ja einfach schon mal. Ich nehme mal Marsels auch mit, warum er sein Bett momentan noch immer noch bei mir hat. Wahrscheinlich, weil er bei sich noch nicht fertig ist. Und zwar ist die Frage, wo will ich denn mein Schlafabteil haben? Mein Schlaf. Ich mach das mal hier hin, oder? Ne, hier ist Kacke. Hier geht's nicht. Hier ist nur 2 hoch. Ja, da dürft ihr jetzt noch zugucken. Hier hin? Nein, das ist eher so ein Durchgehflur, ne? Ja, hier wird's Kacke aussehen. Hier, keine Ahnung, was ich da noch hinmache. Die werden natürlich noch eingerichtet, diese Sachen. Und dann werde ich jetzt auch demnächst anfangen, mache ich hier mein Schlafzimmer hin. Dann wird das hier die Schlafzimmerecke. Kommt hier noch ein drittes Bett hin, dann wird hier die Schlafzimmerecke hingemacht. Dann wird hier noch eine Wand reingezogen mit Türen. Hier so eine kleine Schlafzimmerecke werde ich dann machen. Hier eine Spielzimmerecke, so in der Art oder so. Oder mal gucken, was ich da drüber mache. Und dann werde ich auch demnächst mal in Dungeons gehen und ja, ich brauche halt unbedingt eine Diamantspitzhacke, also ich brauche noch einen Diamant mehr, damit ich Obsidian abbauen kann, weil die brauche ich natürlich. Die kann ich auch eigentlich stehen lassen, da hier schon mal, dann habe ich schon mal 3 Obsidian. Weil die brauche ich natürlich, um das Nether-Portal zu bauen und im Nether muss ich mir dann halt den Glowstone holen, um diesen Glowstone muss ich dann halt das Ätherportal bauen und dann kann ich halt auch warten, bis die Ethermod released im Endeffekt. Ja, ich danke fürs Zuschauen, Leute. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei Fragen unter den Kommentaren oder per PN. PN.